Man merkt, dass wieder Frühling wird. Es sind jetzt wirklich wieder sehr viele anstrengende Termine. Nicht nur in-house, sondern auch außer Haus. Veranstaltungssaison hat aber sowas von wieder angefangen, das muss man ganz klar sagen. Also unsere eigenen nächsten Veranstaltungen stehen fest. Unser Hamburg-Event vom Erfolg-Magazin werden wir dieses Mal erstmals öffentlich machen. Das heißt, dass auch Publikum öffentliches mit dazukommen kann. Das letzte Mal war nur eine Pilotveranstaltung mit Gästeliste. Das wird cool. Dann stehen jetzt Messen an, wo wir wieder Medienpartner sind, wo wieder palettenweise Magazine von uns hin müssen und tralala, das haben wir gerade organisiert. Dann hatten wir jetzt auch in-house sehr viel Detailorganisation, weil die neuen Staffeln, also das eine ist ja noch nicht öffentlich bekannt, das andere ja, Berater ist ja bekannt, dass es in die dritte Staffel geht und da waren wir bei der Feinauswahl und beim Schnittprozess und tralala und das war Wahnsinn, muss man ganz klar so sagen. Bis in die Nacht waren wir hier eingeschlossen, um die letzten Abstimmungen da zu treffen und auch die, ja, das ärgert mich ein bisschen. Ich darf immer nur die Hälfte erzählen. Manu, immer so coole Sachen, wo man selber so sagt, so boah, geil, toll, wieder so ein Level weiter und so weiter. Aber man darf es halt nicht erzählen im Vorhinein. Na gut. So, und dann auch bei dem anderen Projekt, was noch nicht öffentlich bekannt ist, eine ganz, ganz großartige neue Errungenschaft sozusagen. Freue mich auch sehr drüber. Dann ja, Magazine immer. Magazine logischerweise ist zwar immer wieder ein Mammutprojekt, ja, ein neues Magazin wieder fertigzustellen beim Erfolg-Magazin, beim Sachwert-Magazin, beim Faunas-Magazin. Da haben wir ja jeden Monat immer mit zu tun. Das ist ja ein Dauerprozess sozusagen, aber immer wieder ja auch ein Projekt in sich, ne? Es müssen wieder 1000 Abstimmungen und ich glaube gar nicht, dass ich mit der Zahl irgendwie übertreibe. Ich glaube, das unterschätzt man auch oft in den Medien. Bin ich ziemlich sicher sogar, dass das unterschätzt wird in den Medien. Dass es nicht ist, wie wenn du jetzt, was weiß ich, wenn du jetzt Handwerker bist und du willst ein paar Dachlatten verlegen oder sowas, dann schickst du zwei Leute hin und dann machen die das, ne? Wenn du ein Medium kreieren willst, ne? Ob das jetzt ein Magazin ist oder eine TV-Serie oder wie auch immer, dann brauchst du so um und bei irgendwie 50 verschiedene Leute, die irgendwie was damit zu tun haben. So, ne? Das ist der eine, der Sprecher, der Korrekturleser, der Layouter, der Redakteur, die Verwaltungskraft im Hintergrund, den Koordinator. Ein Cutter, ein Postproduzent, bla 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 bla. Das ist also wirklich der Wahnsinn. Alleine, was du an Kameraleute brauchst, um zum Beispiel eine Serie zu machen. Ich habe früher immer gedacht, als ich selber noch keine eigenen produziert habe, wir haben immer gedacht, warum stehen da so viele Kameraleute drauf? Das kann überhaupt nicht sein. Das ist unlogisch. Aber jetzt weiß ich, das stimmt. Du hast Dutzende Kameraleute. Der eine macht die O-Töne, der andere macht dies, der andere macht in Dortmund, der andere macht in München und so weiter und so fort. Schickst ja nicht immer denselben durch die ganze Welt. Wahnsinn, was da an Koordination nachher doch zusammenkommt. Aber ja, aber es wird gut und es ist jetzt wieder viel zu tun. Und Genehmigung übrigens, ne? Genehmigung ist auch so eine Geschichte. Einwilligungserklärung und so weiter. Jedes Gesicht, was irgendwo abgebildet wird, muss unterschreiben, so ein Pamphlet, dass wir machen dürfen, was wir wollen, so nach dem Motto. Und auch die Genehmigung, wenn man irgendwas zeigt oder wenn man irgendwo auf einem Grundstück dreht und so weiter und so fort. Es ist schon wirklich eine, nicht, eben nicht nur ein kreativer Prozess. Es ist auch ein riesiger Verwaltungsakt, muss man sagen. Aber das Endprodukt ist natürlich schön und deswegen macht man es, ne?